bei mir im Studio Carsten Hädler und Axel Kruse. Ihr lächelt, ihr liegt nicht auf dem Boden und weint, ihr lächelt auch nicht wirklich. War nicht Guten Morgen, Lena. Es war das erste Spiel und wir haben natürlich weiterhin die Hoffnung, dass Deutschland auf jeden Fall bei dieser WM den Titel vielleicht noch verteidigen kann. Aber Axel, man muss sagen, verlieren kann man auch, das ist okay. Aber wie sie verloren haben, das wirft schon Fragen auf. Ja, ich bin selten sprachlos, aber nach dem Spiel wird schwierig. Also, du hast es gerade gesagt. Ich finde, die Mexikaner, muss man auch mal erwähnen, die haben das sehr, sehr ordentlich gemacht, taktisch, auch spielerisch vom Einsatz her. Aber die Deutschen haben nur wirklich alles vermissen lassen. Keine Zweikampfhärte, wenig Laufbereitschaft, wenig Mannschaftsspiel. Also insgesamt war ich schon sehr enttäuscht. Wir wollen uns das 1:0 für Mexiko anschauen. Und man kann allein schon auf unserer Drehanimation sehen, Axel, die Mannschaft hat sich überrennen lassen, die Deutsche. Das Tor ist eigentlich bezeichnend fürs gesamte Spiel. Wir sehen es hier jetzt nochmal, also erstmal eine Kontersituation. Und ich würde mal gerne das Augenmerk legen, hier Lozano, der Torschütze, und hier Özil. Der hatte übrigens vorher noch 10 Meter Rückstand. Jetzt hat er Vorsprung, dann lässt sich Özil, Entschuldigung, wie eine Fahnenstange ausspielen, das geht gar nicht. Also hier sieht man es auch noch viel besser. Und das ist für mich eine Einstellungssache. Wenn ich Özil ist sicherlich nicht der Verteidiger, aber wenn ich in der Position stehe, wenn ich dich vor mir sehe, da ist das Tor und du kommst auf mich gelaufen, dann nehme ich den Laufweg mit und guck, dass da nichts passiert. Er ist so ein bisschen mitgelaufen, na, der kriegt schon den Ball nicht und dann hat er ihn doch gekriegt. So, und dann sich so ausspielen zu lassen, finde ich, geht gar nicht. Und man muss natürlich auch eins sagen, vorher Hummels hat sich da ein bisschen dämlich angestellt. Also insgesamt in der Innenverteidigung ganz schwach bei dem Tor und dann eben auch Özil hier auf der Seite. Ja, das ist, Entschuldigung, Amateurfußball. Und deshalb wollen wir mal ein bisschen in die Mannschaft schauen und wie die Mannschaft vor allen Dingen auch reagiert hat, wie sie sich präsentiert hat. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und du hast die Abwehr ja schon angesprochen, Axel. Und du hast es gesagt, also das war irgendwie so ein bunter Haufen, würde ich mal sagen. Denn die Abwehr, Marvin Plattenhardt, der ist ja gekommen für Jonas Hector. Und du kannst mal zu mir rüberkommen. Der hat ja noch eine ganz gute Figur abgeliefert. Aber letztendlich also, die Abwehr an sich. Man muss mal eins mal sagen. Also ich hatte eigentlich gedacht, hier Plattenhardt, der kam rein für Hector. Alle haben gedacht, das wird die Schwachstelle sein. Da werden die Mexikaner drauf gehen. Haben sie gar nicht gemacht. Sie haben die Schwachstelle genommen hier auf der anderen Seite mit Kimmich und Boateng, die Bayern-Seite. Also das da sind die Mexikaner die ganze Zeit. Kannst du noch ein Stück zurückgehen, damit man dich auch besser sieht. Genau, also über diese Seite sind die Mexikaner gekommen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie das als Schwachpunkt ausgemacht haben. Also Platten hat aus meiner Sicht Durchschnitt ordentlich, hat nicht viel Fehler gemacht, hat auf Sicherheit gespielt. Aber die Seite Kimmich mit Boateng war, Entschuldigung, desaströs. Aber Mats Hummels sagt es ja selbst. Er und Boateng seien alleine gelassen worden. Und das würde er seit Monaten bereits in der Mannschaft ansprechen. Das haben wir ja auch gesehen in den Testspielen zum Beispiel. Ist das jetzt einfach nur Jammern und Schuld zurückweisen? Oder aber ist da tatsächlich was dran? Also erstmal, wenn man das Spiel gesehen hat, gerade im defensiven Mittelfeld, das war so unser Herzstück. Toni Kroos und Sami Khedira, die beiden eigentlich zweikampfstark, fußballerisch stark, die waren vor der Abwehr überhaupt nicht präsent. Also so ein bisschen muss ich dem Mats Hummels da beipflichten. Nur eins ist klar, er ist Weltmeister, die Innenverteidigung Boateng und Hummels, eine starke Innenverteidigung. Dann kann ich mal sagen, hey, Toni Kroos, komm ein bisschen mit rein. Khedira, komm ein Stück nach hinten. Gerade über die Außenposition war ja auch ein Riesenproblem mit Draxler und mit Thomas Müller. Die haben auch schlecht nach hinten gearbeitet. Also dann muss ich als Führungsspieler, und das will Mats Hummels ja sein, ein bisschen mehr Ansprache auf dem Feld haben. Führungsspieler Toni Kroos zum Beispiel. Wir haben alle vor dem Spiel gesagt, mein Gott, der kann es jetzt übernehmen. 4-mal Champions League gewonnen, gerade erst mit Real Madrid zum 3. Mal in Folge. Aber der war tatsächlich richtig abgemeldet. Na, also im Spiel nach vorne hat er natürlich ein Problem gehabt, weil die Mexikaner, muss man sagen, taktisch sehr, sehr ordentlich gemacht. Sie haben Toni Kroos zugestellt. Also richtig in Manndeckung, die Nummer 11 von Mexiko, hat nur auf Toni Kroos gespielt. Also der konnte sich im Spielaufbau kaum beteiligen. Dann musste das Spiel aufbauen Boateng und Sami Khedira. Die konnten es nicht so richtig. Aber was ich Toni Kroos vorwerfe, ist im Defensivverhalten. Das ein oder andere Mal, so ähnlich wie Özil, nicht zurückgelaufen, gemerkt, oh, da ist einer von den Mexikanern nicht wirklich hingegangen, sondern die Daumen gedrückt, na, der wird den Ball schon nicht kriegen. Aber dann hat er doch den Ball gekriegt. Also das war einstellungsmäßig nach hinten. Und ich bleibe dabei, Defensive ist immer viel Einstellung, das war einfach zu dünner. Und deshalb wollen wir mal auch, Axel, müssen wir ganz klar sagen, wir müssen noch einmal auf den Bundestrainer schauen, denn der Bundestrainer, muss er sich irgendwas vorwerfen lassen? Hat Jogi Löw vielleicht auch den ein oder anderen Fehler gemacht bei der Aufstellung der Mannschaft?
Also ich hätte genauso aufgestellt wie Jogi Löw, fällt mir nichts ein, was ich hätte anders gemacht. Vielleicht Mario Gomez vorne drin, das hätte man machen können und nicht Timo Werner. Aber sonst hätte ich das genauso gemacht. Und ich finde einfach, es ist mir zu billig, jetzt hier gerade auf Jogi Löw einzuhacken. Ja, er hätte vielleicht während des Spiels taktisch umstellen können, weil Toni Kroos, wie gesagt, in Manndeckung genommen wurde. Kann man aber auch als Spieler vielleicht selber mal drauf kommen. Aber er ist jetzt auch unter Druck. Das hat man ja gestern auch gemerkt. Nee. Er hat selbst gesagt, die WM ist für uns noch nicht gelaufen und wir kommen weiter in die Vorrunde. Es sind alle unter Druck, Jogi Löw, genauso wie die Spieler. Und ich finde, die Spieler müssen es am Ende abliefern. Und das war mir insgesamt zu wenig. Also Champions-League-Sieger Toni Kroos, zu wenig. Khedira, Juventus Turin, einfach zu wenig. Wenn man dann hinten sieht, die Innenverteidigung mit Boateng und Hummels. Bei aller Kritik, die hier Hummels gebracht hat, dass er da ein bisschen alleine gelassen hat, ist einfach zu wenig. Weltmeister Thomas Müller, Entschuldigung, wo war der eigentlich? Also ist mir gar nicht aufgefallen. Hat der mitgespielt? Aber guck dir doch die Gesichter an, die sind ja alle enttäuscht. Und wir haben hier vier Weltmeister von 2014. Die dürfen enttäuscht sein und schuld ist Jogi Löw oder wer? Na, der Bundestrainer gibt die Marschrichtung vor. Nein, also als Spieler musst du es auf dem Feld machen. Entschuldigung, die sind Weltmeister und ich finde, ich erwarte mehr von den Spielern. Jogi Löw kann sich sicherlich die eine oder andere Frage auch stellen, aber insgesamt erwarte ich mehr von den Spielern. Das heißt aber, die deutsche Mannschaft ist jetzt tatsächlich unter Druck und deshalb wollen wir uns noch mal ganz kurz die Gruppe angucken. Die deutsche Gruppe ist nämlich die Gruppe F und die Deutschen haben natürlich jetzt auch die Schweden im Nacken und vor allen Dingen auch die Südkoreaner. Heute um 14 Uhr dann das Spiel zwischen Schweden und Südkorea. Aber die Tabelle, die hätten wir uns nicht so gewünscht, dass Mexiko jetzt mit 3 Punkten gestartet ist, Deutschland 0. Natürlich, das sieht man auch. Also die Mexikaner werden gegen Südkorea gewinnen, gehe ich immer von aus. Also deswegen werden die schon mal nochmal eine Runde weiter sein. Das nächste Spiel ist gegen Schweden. Das ist jetzt keine Offensivmannschaft, aber defensiv stehen die sehr, sehr ordentlich. Die musst du erstmal ausspielen. Die sind sehr, sehr unangenehm und du musst gewinnen. Unentschieden reicht dir nicht. Also da musst du gleich mal ein Zeichen setzen. Von daher sehr, sehr schwierig. Das Einzige, was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist Spanien 2010 auch das erste Spiel verloren, sind am Ende Weltmeister geworden. Hoffen wir mal, dass es bei den Deutschen auch passiert, aber ganz ehrlich, nach Sie dem sehen, Spiel... er lacht wieder. Das ist doch das Schöne. Er lacht wieder. Axel Kruse hat also noch nicht die Hoffnung aufgegeben und das muss man ja auch sagen, Lena. Solange er gut drauf ist, glaube ich daran, dass Deutschland tatsächlich zumindest weiterkommt. Ich bin froh, dass ihr am Ende noch mal die Kurve gekriegt habt, sonst wirklich muss ich hier weinend unter dem Tisch verschwinden. Danke euch.